eigene Community. Es ist Strong und Flex. Und heute zeigen wir euch eine Spitzenübung mit dem Terraband. Es geht heute um Schultermobilisation. Für jeden, der seine Schulter ein bisschen aufbauen muss, bei dem, vielleicht wisst ihr schon, die Außenrotatoren zu schwach sind oder weil ihr sonst irgendwelche Schulterprobleme habt. Die Außenrotatoren sind wirklich das schwächste Glied in der Kette. Da müssen wir ein bisschen was machen. Machen wir mit dem Terraband. Und ich denke, euch wird es wieder Spaß machen, wenn der Flex das Ganze zeigt und ich wieder ein bisschen erzähle. Ja, ganz kurz vorneweg, dafür müsst ihr natürlich erstmal ein Terraband haben. Habt ihr keines, besorgt euch schnell eins, ein super geniales Tool, mit dem man alles Mögliche anstellen kann. Es gibt schon einige Videos bei uns auf dem Channel. Und das bekommt ihr bei Vitality Sports. Den Link findet ihr auf unserer Startseite. Genau. So, Terraband bitte einmal ganz am Ende greifen. Und ich würde es hier relativ flach, relativ großflächig um die Hand wickeln. Sind wir mal großzügig, gehen dreimal rum. Okay. Also dieses Großflächige hat eigentlich nur den Sinn, dass ihr euch während der Übung nicht so fair die Gefäße der Hand zusammenquetscht. Wenn da viel Zug drauf kommt, dann ist es ja, als ob ihr euch jemand die Hand abklemmt. Deswegen schön großflächig, damit der Flex keine Schmerzen in der Hand kriegt. Hat er super gemacht. Ja, am besten wäre, wenn man das Terraband vorher noch an irgendeiner Möglichkeit festgemacht hätte, wie zum Beispiel, was weiß ich, eine Sprossenwand oder an der Tür, Türklinke oder völlig egal. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal die Türklinke, dass der Flex auch gescheit trainieren kann. Genau, wir fangen an. Hüft- bis schulterbreiter Stand, leicht in den Knien, dann Schulter hinten unten, die muss immer direkt gleich nach hinten unten nehmen, da lassen. Das Brustbein ist leicht rausgeschoben und der Ellbogen ist eng am Körper. Das ist das Wichtigste. Der Ellbogen verlässt ab sofort den Brustkorb oder den Körper nicht mehr. Wir beginnen erstmal vorm Körper und das Einzige, was wir machen müssen, so, ist die Hand nach außen zu rotieren, nach außen zu drehen und der Ellbogen bleibt jetzt hier. Genau. Mit der Ausatmung schiebt ihr rüber. Der Ellbogenwinkel bleibt immer 90 Grad. Gerade jetzt hier am Ende neigt man gerne dazu, hier aufzumachen. Das ist nicht gut. Und was man auch gerne macht, ist, man geht weg, weil man kommt ja dann leichter weiter nach hinten. Ist nicht gut. Wenn ihr da ein bisschen Neigung dazu habt, tolle Möglichkeit ist, sich ein Handtuch zwischen Arm und Oberkörper zu klemmen. Und sobald es rausfliegt, wisst ihr, das war nicht gut. Oder die Tageszeitung, die aktuelle. Oder die aktuelle Tageszeitung. Dann hat die auch noch was wegschaffen dürfen. So, eine andere Möglichkeit wäre jetzt, wenn man mit dem linken Arm ein bisschen an den Arm greift. Ist ein bisschen schwieriger, weil sich der Arm ja bewegen muss, aber man hat wenigstens ein kleines weiteres Feedback. Ja, und ansonsten immer schön weit raus rotieren. Wenn ihr Schmerzen haben solltet, geht nur an den Schmerzpunkt, geht bitte nicht in den Schmerz rein. Das ist bei der Schulter immer ein bisschen schwierig. Ich habe mich gerade hier gespiegelt gesehen, dass ich etwas rotiert habe. Das soll natürlich auch nicht sein. Bleibt stabil, macht den Bauch fest. Keine Bewegung im Rumpf. Und richtig ist es, wenn ihr es nach einigen Wiederholungen hier spürt. Ja? Das ist am Anfang, wenn ihr nicht ganz so viel Zug nehmt, ist natürlich eine Frage der Bandlänge. Das könnten wir hier einfach dosieren. Ihr müsst natürlich für euch die Länge finden. Am Anfang muss das gar nicht zwingend so anstrengend sein. Aber ja, Wiederholung 8, 9, 10, dann solltet ihr es da oben merken. Dann wisst ihr auch, dass die Länge stimmt. So mit der Zug. Ja, also ein wirklich schöner Punkt ist eigentlich hier direkt in der Mitte von der Schulter. Da merkt man den sogenannten Supraspinatus, einer der wichtigsten Außenrotatoren. Und wenn ihr die Übung fleißig macht, dann könnt ihr da eure Schulter wieder schön aufbauen. Netter Nebeneffekt der Übung, die Haltung wird gleichzeitig besser. Ja. Wir immer öffnen, nach hinten arbeiten und alle Außenrotatoren ja zum Schulterblatt ziehen. Na, ich öffne hier gleich den Brustkorb. Ganz genau. Auch super. Verhindert auch oft schon Schulterprobleme, ja, und die Haltung. Diese Übung wird sehr, sehr gerne in Physiotherapie gemacht. Physiotherapie ist eine gute Sache, braucht ihr aber in dem Fall nicht zwingend, wie ihr seht. Könnt ihr auch ganz gut alleine machen. Ausnahmsweise mal. Super, dann Video liken, bitte abonniert uns und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau, denn es heißt ja so schön, abonniert ist halb trainiert. Genau. Ciao.